Sir, ich habe eine kodierte Übertragung von einer Quelle aufgefangen, die ich nicht zurückverfolgen kann. Sie besagt, dass Tosh Teil einer geheimen Operation war, die Projekt Shadowblade genannt wird. Dabei wurden Yorium und Terrazin eingesetzt, um Ghostkräfte noch zu verstärken. Das stimmt. Wir werden Phantome genannt. Ghosts der nächsten Generation. Und wann genau hattest du vor, mir davon zu erzählen? Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse, Reno. Das heißt aber nicht, dass ich eine Gefahr für dich bin. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Matt, irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit: Ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Mensk sein. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Lass das nicht zu. Für den Augenblick warte ich erstmal ab. Zumindest bis ich rausgefunden habe, wer diese Übertragung geschickt hat. Aber ich werde dich im Auge behalten, Tosh. Du kannst es ja versuchen. Ja, und damit moin und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge StarCraft 2. Natürlich. Hey, wir haben 190.000 Credits. Nice. Kann ich dir deinen Flachmann nachfüllen? Später. Hey, ich hab noch ein bisschen omoyanisches Bier. Das gibt's nicht überall. Willst ja, geil. Schluck? Ja. Dieser Tosh ist nicht ganz dicht, Jimmy. Der murmelt die ganze Zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen, die er da hat. Tja, weißt du, ich brauche halt jemanden, der deine gewählte Ausdrucksweise und guten Manieren ausgleicht. Der tickt doch nicht richtig. Ich habe ja nichts gegen Leute, die eine kleine Macke haben. Aber der Typ, der ist komplett irre. Kann sein. Wer weiß, was für Experimente die an dem durchgeführt haben. Du traust mir also immer noch nicht, Bruder. Solange du dich nicht entschieden hast, haben wir nichts zu besprechen. Ich habe ein paar neue Kontakte. Die solltest du dir mal ansehen. Ja, das werde ich. Ich habe ein paar neue Kontakte. Die solltest du dir mal ansehen. Mehr hast du nicht zu sagen? Arthur-Typen wie wir brauchen auch mal eine Auszeit. Ich muss es wissen. Genehmigen Sie sich einen, Sir? Dann mache ich doch direkt mal mit. Mann, unser guter Cooper hier mixt einen echt heftigen Mai Tai. Hätte ich jetzt Bock drauf. Kann ich dir irgendwie helfen, Süßer? Ja, bestimmt. Was gibt's Neues, Mann? Stink ich so, oder hat sich hier jemand omoyanisches Bier bestellt? Beides. Kommen wir zum Geschäftlichen. Was haben wir denn hier? Goliaths Elite. Ja, die auf jeden Fall. 33 mehr Trefferpunkte, 33% mehr Schaden. Nice. So, was sagen denn die Nachrichten? Ich wiederhole, die Opferzahlen gehen in die Tausende. Eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeitersiedlung in Schutt und Asche gelegt hat. Liga-Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war. Aber unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss. Dies wirft eine Frage auf. Ist es möglich, dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind? Für UNN berichtete Kate Lockwell von der Kernwelt Nefor 2. Gut, so was darfst du nicht sagen. Nee. So, was haben wir denn hier Schönes? Hansen ist wieder am Start. Ich habe die Tests an dem Terrazingas durchgeführt, um die du mich gebeten hast. Es hat auffallend ähnliche Eigenschaften wie Vespingas. Jedoch sind darin einige sehr exotische organische Zusätze enthalten. Irgendeine Ahnung, wozu es verwendet werden kann? Nun, es würde definitiv die Gehirnfunktion beeinflussen. Ich schätze, deshalb könnte es als Droge oder Aufputschmittel verwendet werden. Ah, Drogen, was? Na, super. Yeah, Drogen. Ja, super. So muss er heißen. Aha. Was geht denn hier vor? Der Kristall wächst und scheint eine Art Antimaterie zu entwickeln. Eine Gravitationsanomalie.
bislang unbekanntes Phänomen. Sie schwebt über dem Kristall. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass der Kristall den Schiff Energie entzieht. Doch auf eine so ausgeklügelte Art und Weise, dass es nicht aufzuspüren ist. Er ist nicht organisch, verfügt aber über eine Molekularstruktur, die ebenso komplex ist wie die eines Organismus. Er hat eine komplizierte Matrix entwickelt, die ihn hart und zugleich überraschend dehnbar macht. Eine auf diesem Kristall basierende Legierung würde über eine beeindruckende Schadensresistenz verfügen. Die Struktur der Matrix deutet darüber hinaus auf eine Art Energiespeichersystem hin. Auch das könnte Potenzial für uns haben. Die Protoss sind uns dermaßen weit voraus, wir müssen denen wie Einzeller erscheinen. Und dennoch bringen wir den voll in den Ass. Ah, okay, das ist so geblieben. So, was haben wir denn hier? Kondensatoren. Geht für Waffenlager und Maschinen doch. Panzerungs-Upgrades. Mehr Schaden oder mehr Panzerung? Mehr Schaden, mehr Panzerung, mehr Schaden, mehr Schaden. Was ist das denn? Orbitale Depots. Wir können Versorgungstypos dank unseres neuen Verständnisses des Proto-Technologie direkt aus dem Orbit abholen. Schlüssige Gelenkstücke wurden hinzugefügt und Architektur des Versorgungsplans. Mikrofilterung produzieren für Vespingas 25% schneller. Betrifft auch automatisierte Raffinerien. Nee, das ist ja viel geiler. Wir nehmen erstmal mehr Schaden. 3 Punkte noch. Automatisierte Raffinerie, Techniker, ja. Forschungsschiff. Deckt getarnte und eingegrabene Feinde auf. Kann feindliche Einheiten bestrahlen. Mando-zentralen Reaktor ermöglicht die Ausbildung gleichzeitig von 2 VBS. Die Raffinerien machen das automatisch. Das ist eigentlich auch cooler. Naja, dann gehen wir jetzt nochmal hier zum Orsinor. Hast du noch was zu sagen? In letzter Zeit sind wir selber richtige Piraten. Kaczynski, hast du mal einen Schluck rum? Arrrr. Arrrr. Rächer. Goliath. Goliaths erhalten 3 Rigae in Reichweite und 1 Kanonenreichweite. Wenn Luft und Boden einheitlich gleichzeitig angreifen. Machen beides. Ach, also das Raketenturm, ja. Ja. Wir gehen eher auf Angriff. Hast du noch mal zu sagen, Kollege? Halte den Kurs, Commander. Okay. Was hältst du von dieser verschlüsselten Nachricht, Matt? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist, wird Mengsk sicherlich versuchen, ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen. Aber Tosh verschweigt uns etwas. Wenn wir diese Revolution gewinnen wollen. Ich weiß. Dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen können. Ja. Wäre schon nicht verkehrt. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Jo. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor 2 Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Ja. Wir machen das mit dem Zug erstmal. Und coolen Cobra-Panzer nehme ich doch gerne. Hätte nie gedacht, dass wir diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Die Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert.
Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge. Aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt, also wissen wir nicht in welchem. Wir müssen so viele wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Falls es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Nee, ist schon in Ordnung, Matt. Du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tychus wird ausflippen. Da machen wir halt einfach alle Platte. Der große Zugraub. So Leute, haut mal rein. Nicht genügend Mineralien. Ja. Und haben wir hier schön. Da passen sie keine drei Züge. Warum nicht? Kobras finden. Sir, es sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konföderierte Fahrzeuge, die von der Liga noch nicht wiederverwertet wurden. Kobras! Mann, ich hab gar nicht gewusst, dass die über das Prototypenstadium hinausgekommen sind. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Ich lade Ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. Dort in der Gegend gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können. Wir sollten unsere Augen offen halten. In Bewegung. Achso, hier ist eine. Was liegt hier bereit? Ein paar neue BBS hier. So, sammeln Sie Vergifterknochenproben. Wie ist der Plan? BBF einsatzbereit. Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ajo. Könnt ihr die nicht mal schneller produzieren, ne? BBF bereit. Verstanden? Ich warte. Er wartet. Alles klar. Mit BBF einsatzbereit. Haben wir denn die anderen? Erweiterung fertiggestellt. Oh, da ist noch. So, dann haben bereit. Wir schon mal einsatzbereit. Piel. Alles klar. In 28 Sekunden kommt der erste. Ausgezeichnet. Mit Vergnügen. Wir werden den hier vorne mal abfangen. Einsatzbereit. 16 Sekunden. Schlechte Neuigkeiten? Was ja. Keine Sorge. BBF bereit. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Geschütz bereit. Okay, da kommt er. BBF einsatzbereit. Feuern aus der Bewegung. Einzigartige Fähigkeit. Das schmeckt nach Sieg. In Bewegung. Was soll ich nicht von dem Zug platt machen? Alles klar. Und die haben noch keine Chance hier. So, das war Zug Nummer 1. Ausgezeichnete Arbeit, Sir. Wir können die Schrottladung des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. Jo, das werden wir auch tun. Ne? Aus der Bahn! Nur zu! So, wir brauchen erstmal...
mehr Depots. Bewegung. Oh, 1:30 kommt der nächste. Das ist ja nicht gerade viel Zeit, ne? Mal hin, ne? Oh, der Boden jetzt wäre ganz geil. Einsatzbereit. Ja, du kommst mal mit. Jawohl. So, die sind gerade am Bauen. Das dauert nur noch ein kleines bisschen. BBF bereit. So. Rache serviert man kalt. Ja, du solltest aber auch da hinkommen. Ich höre. So, mit dir kommen wir ein bisschen in die Angst. BBF einsatzbereit. Schlechte Neuigkeiten? Aber ja. Sicher. Was liegt an? Einsatzbereit. Das Ding wird repariert. Soll ich irgendwas umlegen? BBF bereit. Ja, du sollst irgendwas umlegen. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Guck mal, Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die die Züge beschützen sollen. Wie ist der Plan? Los geht's. Genau. Ja, ich geh schon. Schon unterwegs. Wird erledigt. Nach der Rache serviert man kalt. Warum nicht? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Julian, online. Du bist doch gar nicht so langsam hier. In Ordnung. Womit ich nicht fertig werde. Ja, ich geh schon. So, der nächste kommt wahrscheinlich hier wieder. Erledigt. Der Tod kommt von oben. Ja. Rache serviert man kalt. Ja, wir können Kobras bauen. Dann hören wir auf, wir bauen Kobras. Nicht genug Vespingas. Nicht genug Vespingo. Nur zu. Was liegt an? Aha. Wir noch ein bisschen mehr Vespingo. Kanal offen. Wie ist der Plan? So, ich hätte aber auch gerne... Nicht genug Vespingas. Zwei davon. Rache serviert man kalt. Jo. Wisst ihr was? Ihr kommt hier vorne hin. Commander, ich fange erhöhten Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns besser bereit. Was muss getötet werden? Der Doktor ist da. Cool. Yep. Ist es lebensbedrohlich? Muss ein Notfall sein. Nur weiter. Wo sieht man was springt dabei raus? Basis wird angegriffen. Na super. Was liegt in Bewegung. Der Doktor ist da. Schlechte Neuigkeiten? Ich warte. Nur zu. Komm in die Pose, bitte. Ein Zug verlässt den südlichen Tunnel. Na toll. Was gibt hier noch mehr? Was muss getötet werden? Nicht genug Vespingas.
Oh, was ist denn? Nur weiter. Damit sie vergisst, hat Knochenkronen. Benötige Unterstützung. Hier komm ich! Keine Sorge. Ich hab mal hier kurz Wasser. Ah, da ist der Knochenkrone. Abmarsch bereit! Ah, der ist. In Bewegung. Keine Sorge. Was haben wir denn hier? Vergifterknochenproben können von jeder Bodeneinheit aufgesammelt werden. Okay. Vorsicht! Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Wie raffiniert. Ja. Wow, Heigen erschreckt! Kannst du nicht noch eine Kaserne bauen? Los, los, los! Aus der Bahn! Nicht genug Vespingas. Auch nochmal welche da haben. Wo sind die anderen Kobras? Alles klar. Das schmeckt nach Sieg. Was muss getötet werden? Hier komm ich! Holt mich hier raus! Noch eine Kobra-Einheit. Ausgezeichnet. Aber ich würde sagen, die andere ist wahrscheinlich hier oben, wa? Holt mich hier raus! BBF bereit! Ah, okay, da sind Knochen. Was haben die denn da gemacht? Der Tod kommt von oben. Einsatzbereit. Mit Vergnügen. BBF einsatzbereit. Wie ist der Plan? So, die anderen Knochen sind hier. Was muss getötet werden? Hier komm ich! BBF bereit. So viel zu den Bunkern, ne? Das schmeckt nach Sieg. Wir sind geliefert. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Jo. Ich kann es kaum noch erwarten. Mit Vergnügen. In Bewegung. Oder ist die letzte Kobra hier oben? Benötige weitere Depots. Das schmeckt nach Sieg. In Bewegung. Fuck. Keine Sorge. Oh, mach den fertig. Anscheinend haben wir alle Kobras der Liga gefunden, Sir. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. Jo. Button. Was heißt hier den Button? Oh, wir haben keine Dingens mehr. Okay, dann haben wir die Bonuszüge alle fertig. Benötige weitere Depots. Wow, Heigen erschreckt! So, hier kommt mal mit. Was nicht jetzt? Was nicht jetzt? Ja. Der kann ich nicht bauen! Oh, kannst du schon, du willst nur nicht. So,
Moment, hier haben wir Bunker gebaut, oder? Das schmeckt nach Sieg. Aber gern. Oh, er stand im Weg, ne? Abmarschbereit! Oh, repariert die Jungs, ne? Sich durch den Tunnel im Nordwesten. Hier kann ich nicht bauen. Jawohl. Durchgeladen und entsichert. Ja, dann schnappen wir uns den Zug mal. Das schmeckt nach Sieg. Die Hälfte der Züge haben wir schon. Bereit. Was muss getötet werden? Yeah! Keine Sorge. BBF einsatzbereit. Hinterher. In Bewegung. Der Doktor ist da. Und erwischt. Keine Sorge. Na, ja, das, was wir suchen, ist wahrscheinlich im letzten. Das schmeckt nach Sieg. BBF einsatzbereit. Da kümmert euch dann mal drum. Mit Fakten. Wie ist der Plan? Der Plan ist. Wir greifen jetzt an. Sir, ich orte Jagdtrupps der Liga, bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die die Schienen patrouillieren. Ich werde ihren Standort mit einem roten Warnsymbol markieren. Es wäre aber am besten, sie zu umgehen. Los, los, los! Ja! Also die hier? Nervt nicht. Genau das. Ja. Was muss getötet werden? Alles klar. In Bewegung. Ausgezeichnet. Also, wir haben eine Base schon mal verliert, wenn nicht. Was wichtigert? Unsere WBFs werden angegriffen. So. Ausgezeichnet. Die kommen auch mit. Wir sind geliefert. Ich warte. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Ja, die Liga hat irgendwie die Geschwindigkeit ihrer Züge erhöht. Ihr werdet Kobras brauchen, um sie abzufangen. Die haben Raketen angebaut, ne? In Bewegung. Keine Angriff. Angriff. Wir sind ja weit gekommen. Ne? Das schmeckt nach Sieg. In Bewegung. Beerdigt sie. Ausgezeichnet.
Und die nächsten, weg damit. Kobras rasieren ja hier schön durch. Ja. Wir haben die denn hier einen Raketenturm? Ich kann hier nicht fliegen. Ausgezeichnet. Oh, ich hätte aber gerne mehr davon. Was muss getötet werden? Mehr davon. Was dicht jetzt? Ja. Hol mich hier raus. Weiter. Mach dir doch Platz. Bitte nur so ein Packen also. Was liegt an? So, mehr davon. Wow, Heigen erschreckt! Holt mich hier raus! Das geht nicht, da ist kein Platz! Was muss getötet werden? Jetzt geht's schon! Ach, da ist Platz. Ich bin schon BBF bereit. Was liegt an? Ich warte. Ja, ich weiß, dass du wartest. Einsatzbereit. BBF einsatzbereit. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Okay, die wollen da lang. Wie ist der Plan? Bereit. Was liegt an? Kann's kaum noch ab. Was? Alles, was muss getötet werden. Hier komm ich! Keine Sorge. BBF einsatzbereit. Und ciao. Mit Fackel. Ausgezeichnet. Ein Zug noch. BBF bereit. Dann haben wir's. Nicht genug Wespen. Jetzt geht's. Nur weiter. Was liegt an? In Bewegung. Den Rest überrennen wir einfach. Benötige weitere Depots. Ausgezeichnet. Alles klar. Und das war's mit dem Stützpunkt. Alles klar. So. Dann holt mich hier raus. Was liegt an? Jep. Kann was nicht passt, wird passend gemacht. Machen wir das mal. Was wichtiert? Da. Schlechte Neuigkeiten? Nein, no, nicht ganz so schlecht. Da ist kein Platz. Benötige weitere Depots. Nicht genug Vespingas. Sind doch gerade im Bau. So, in 25 Sekunden kommt der nächste und der letzte. Ich hätte hier auch ganz platt machen können, ja. Aber ich will den Zug nicht verpassen. BBF einsatzbereit. Die Frage, von wo kommt er jetzt? Von hier unten? Jetzt geht's rund! Okay. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel.
Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Züge getunt haben. Jetzt stellen sie größere Eskorten zusammen. Wir sollten also aufpassen. Belagerungspanzer. Mit Vergnügen. Das schmeckt nach Sieg. BBM einsatzbereit. Und das war's. Baby ist einsatzbereit. Oh ja. Sir, wir orten elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Adjutant 23-46 online. System einsatzbereit. Neu-Gettysburg Verteidigungsinitiative. Zugangscode eingeben. Da brat mir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Konföderation. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie dich unbedingt wiederhaben wollen? Yeah, haben wir geschafft. Wow, ein Erfolg ist einfach. Erfülle die Mission. Belichten Sie Ihnen der große Zugraum auf den Schwierigkeitsgrad nochmal den Jagdtrupp aus Marodeuren. Nervt nicht. Ließen ihn in der Schwierigkeitsgrad ohne Einzug passieren zu lassen. Ja, wir haben alles geschafft, Leute. Aber leider ist auch wieder Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Tevis, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.